Ein Abend voller Überraschungen und Emotionen, die Derniere der aktuellen Palazzo-Spielzeit in Nürnberg. An insgesamt 104 Abenden hat das Team rund 35.000 Menschen mit der Show Magic, Chaos und Cuisine begeistert. Höchstleistungen vollbringt dabei nicht nur das Künstlerteam auf der Bühne, sondern auch der Service. Dazu gehört Oberkellner Vajus Hesse. Ich bin seit, ich glaube, 5 Jahren fast Vollzeit in der Gastro. Bin Quereinsteiger eigentlich aus der IT. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe keine Lust mehr im Büro zu sitzen. Ich komme eigentlich aus einer Gastrofamilie und habe dann gesagt, okay, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Und das hier ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Welt. Also das kann man sich auch so gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie aus dem klassischen à la carte Restaurant kommt oder wenn man Veranstaltungen gemacht hat, vielleicht so ein bisschen. Aber das Konzept, das ist eigentlich, das gibt es kein zweites Mal. Das ist ziemlich cool. Kurz vor der Show. Jeden Moment treffen die ersten Gäste ein. Vajus geht mit seinem Team den Ablauf noch einmal durch. Auch am letzten Abend soll alles perfekt sein. Der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit mit den Künstlern, mit der Küche, mit dem Service, was unabdingbar ist bei 400 Gästen fast. Das ist sehr, sehr spannend. Dann die Abstimmung in den Dinner-Sets, dass man wirklich guckt, dass innerhalb kürzester Zeit 400 Teller, dass die geschickt werden, dass die auch wieder abgeräumt werden innerhalb kürzester Zeit. Also da ist schon sehr viel Spannung drin und es gibt so viele Variablen, die sehr interessant sind. Während Vajus und die anderen Servicekräfte die ersten Gäste an ihren Platz begleiten und Getränkebestellungen aufnehmen, ist auch Gastgeber Alexander Herrmann im Spiegelpalast eingetroffen. Er weiß nur allzu gut, was das Team hier jeden Abend geleistet hat. Das ist schon auch sehr speziell. Da musst du die Show kennen, da musst du diese ganze Situation, die Abläufe kennen und du musst auch erfahren sein und vor allem eins, flink, schnell und immer freundlich, aufmerksam und Co. Und wenn man das jetzt einfach mal zusammenfasst, ist es für eine Person, für einen Mensch echt eine Herausforderung, das alles zu stemmen. Und die machen das jeden Abend über 4 Stunden plus Aufbau, Abbau, Eindecken und so weiter. 104 Spieltage und immer wirklich auf höchsten möglichen Niveau, das ist toll. Der perfekte Service, eine von vielen wichtigen Zutaten im Erfolgsrezept der Dinnershow. Zum Dernierenabend wird Bilanz gezogen. Die Show hat dieses Jahr alles übertroffen. Muss man auch sagen, hat, glaube ich, aus dieser spektakulären Mischung. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge dabei. Und das ist wirklich ein in sich geschlossenes, sensationelles System. Und das hat die Gäste dieses Jahr wirklich. Also Lobeshymnen schlechthin. Die letzte Show ist unterdessen in vollem Gange und da stehen immer wieder auch Vajus und seine Kolleginnen und Kollegen im Rampenlicht. Es war eine Gefühlsachterbahn, weil man natürlich auf der einen Seite ganz erleichtert ist, dass die Anstrengung vielleicht dann etwas nachlässt. Auf der anderen Seite ist man so zusammengewachsen, sowohl Service als auch die Künstler, als auch mit der Küche zusammen. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr eng miteinander und das tut schon weh. Für Vajus war es die erste, aber sicher nicht die letzte Saison im Spiegelpalast. Jetzt heißt es aber erst einmal Abschied nehmen, bevor ein Teil der Palazzo-Familie sich im Herbst wieder zusammenfindet, um am 25. Oktober die Premiere der nächsten Spielzeit zu feiern.